Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time again. Jo Leute, es ist mal wieder Rumble-Zeit und Gilde 2 kämpft gegen die Soul Pirates. Ja, eventuell sogar um den Einzug in diesmal Platz 100, also in die Top 150. Schauen wir einfach mal, ob das tatsächlich auch funktioniert. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich ein sensationelles Ding, ne? Das hier ist jetzt hier schnell gelaufen. Na, hätte ich es anders. Ah, hat auch so noch gereicht. Habt ihr gesehen, es wäre knapp geworden. Hätte ich es mit der Lila. Ja, wobei. Hat auch so noch gepasst. Easy. So, nächstes Match. Schauen wir mal. So, gegen die Valen. Ah. Ja, da gibt's natürlich zwei brachiale Kombos, Kettensägen Hank und Cigarette Addicts, wobei natürlich Cigarette Addicts das absolute Oberknülle Megamonster ist, ne? So, und Cigarette Addicts kriegt eigentlich alles klein, kurz und klein. So, ich spiele als erstes jetzt hier mal das da und dann kann ich jetzt hier, jetzt müssen wir mal überlegen, wollen wir lieber das da machen? Ne, käme ja bei der hier durch die Mauer durch, hat oben den Stoß. So cripple ich aber wenigstens alles runter bei ihm. Naja, 95. Ist eh wurscht. Also, Bierstein. Sorry. Also, Biegeschuleabschluss, Mr. Front. Ja, machen wir mal das hier. Auch da wieder Cigarette Addicts. Dann hätten wir schon nochmal zwei Mega-Kombos direkt nebeneinander. Es ist natürlich die Frage, unter Umständen könnte es schon sinnvoll sein, auch einfach nur. Aber ja, 11, er heilt sich hoch. Wenigstens das Gas. Aber da ist kein Gas drauf, weil er konnte ja eigentlich gar nicht durchkommen, ne? So. Da war es doch mal am Anfang gewesen, dass er die Attacke einmal ansetzen konnte. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Naja. So. Noch 7 Matches. So, Peter, Tom Landry, Marmalade, Bender. Hier haben wir 42, da hätten wir auch 42. Hier habe ich aber mehr noch zur Auswahl. Ja, rein theoretisch, nö, machen wir nicht. Wir gehen gleich auf den First Hit. Und jetzt packen wir noch den Teufel hängt noch hinten dran. Und damit ist das Ding hier gelaufen mit einer glatten 100. So. Und als nächstes, Fugenpistole ist die einzige Supportkarte, die ich jetzt hier zur Auswahl habe. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit Bobby an. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, auch hier wiederum würde ich sagen, wir spielen jetzt erstmal den Peter neben dran. Immer noch nicht so wirklich begeistert. Machen wir noch einen Peter neben dran. Kommen wir gerade hier vor, so wie bei, was weiß ich,
Blackjack. Immer mal gucken, komm, einer geht noch, einer geht noch, geht noch einer, geht noch einer, einer geht noch. So, Shakespeare Calculon. Lassen wir jetzt einfach mal hier abrauchen. Oh, ja, egal. Susan Boyle kommt eh nicht mehr zum Zug. Ja, Susan Boyle kann unter Umständen echt sehr, sehr nervig sein. Eine davon mehrere hat. So. Macht natürlich aber auch in der Stufe keinen Sinn mehr. Weil dann müsste sie ja sonst ein Epic nehmen. Ja, eine Mythic Lila geht ja nur. Zum Glück. So. Wir haben jetzt hier diverse Möglichkeiten wieder. Wir könnten anfangen mit einem... Können wir mit dem Roger anfangen? Dann machen wir den Hipster Donald. Der Hipster Donald ist natürlich schon eine ziemlich geile Geschichte hier. Jetzt machen wir noch die Fahrtschool Jimmy Jr. nebendran zum Heilen. Jetzt müsste ich mal irgendwas hier finden, um da eventuell noch ein bisschen... Ah, es hat gereicht. Okay, alles klar. Es hat gereicht. Sehr schön. Und dann... So. So. Das ist hier eine weniger schöne Auswahl, aber hier mit dem berauschten Legman mache ich genügend Schaden, um da oben mal richtig Rabatz zu machen. Und wie ihr sehen könnt, da passiert jetzt eigentlich erstmal prinzipiell gar nichts mehr und dann ist das Ding hier auch schon soweit durch. Gegen Jade Ball. Wie viel haben wir noch? Fugenpistole mit der Tina. Da haben wir einen Bobby hier vorne und lass mal überlegen, was kann man denn hier alles so tun? Boah, komm, das wäre doch eine ganz gute Möglichkeit, oder? Hier mal den Spray, Army Spray Fry 96. Noch zwei Matches übrig. Kalu Kasebas. Kalu Case Base. Kalu Case, Kalu Kasebas. Keine Ahnung. So, fangen wir wieder an mit der Fahrtschool. Jimmy Jr. Die pushe ich jetzt erstmal von der Seite. Hier machen wir noch mehr Push. Jetzt gehen wir mal... Da vorne, die macht das schon alleine. So, aber hier mit dem Bänder... Nur jetzt mal zusehen, dass wir da hinten nochmal den Sack zumachen. Ich hätte jetzt die nach vorne spielen können. Aber ich will eigentlich noch den Heileffekt haben. Komm, jetzt hat sie mir zu viel Schaden. 94. So.
Balloon Fight mit der Fugenpistole. So, diese letzte Runde wird nicht so schön. Diese ist jetzt egal. Die letzte Runde wird nicht so schön. So, 81 nur. So, dann schauen wir doch mal hier auf das finale Endergebnis. Wir schauen mal hier rein. Also was heißt Finale? Das ist ja nicht, ist ja noch knapp eine Stunde zu spielen. Wir haben hier 33 Aktive bis jetzt gehabt bei denen, bei den Soul Pirates. Das ist eigentlich ganz ordentlich für die Zeit. Ja, sensationell. Tim May kristallisiert sich hier zu einem starken Spieler heraus. 997, Zardos 997, X-Strike 993, Andrelo 993, Georgios 992. Benita 93, Ruffy Treffy 93, Joseph 91, Knux der 960, Trista 958, Gabriel D 955, James 954, Scotty Pim 953, Badass Charlie 938, Marunga 935, Woba 934, Strawberry 929, Player 928, Fletter P 910, Mark Foul 902, Ililililil 899, Lord Universe 895, Mark Oliver 500, 893, Outlaw Deke 889, Simal 889, Fensinio 884, bei mir kommen ja noch welche drauf. Smug and Fresh 853, Mobi 839, Rock Lee 839, Dale 832, Albertus 820, Oli Z 820, Slim Chi 682, Quarkmüller 559, Max Max 515, Willi Schloss 511 und BBBBB 99. Das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt jetzt 38 aktiv, ist noch knapp eine Stunde zu spielen. Schauen wir mal rein, wie es gelaufen war hier von den Matches her. Burgers AAS haben wir besiegt, Phoenix Persons haben wir verloren. Wise Weasels besiegt, WTT, WOY. Besiegt, Turd Sandwich, verloren, Stonies, One-Eyed Snakes, besiegt, die Niedersachsen, besiegt, Robotics, verloren, Angry Closet Monkey, besiegt. Damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, wir haben das erste Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches, 7 von 10 gewonnen und nur 3 verloren. Das ist der absolute Rekord in Gilde 2. Mega geil. Schauen wir mal aktuell, ja gut, das aktuelle Gilden-Ranking können wir vielleicht noch gar nicht so richtig werten, wobei die meisten haben ja echt schon gespielt. Tim May, unser neuer Leader hier, sensationell. Zardos, Platz 2, Mark Foul, Gabriel D, Tristan, Benita, Georgios, James, Outlaw Deke. Und damit bin ich das erste Mal tatsächlich unfassbar nicht in der Top 10 hier. Sweezy hat es aber auch nicht geschafft, seltsamerweise. Lord Universe, Simal, Knuckster, Ruffy Treffy, Fanzinho, Magolo 500, Andrelo, Schmobi, Marunga, Oli Z, Badass, Charlene, Scotty Pippen, Strawberry Rock, Lee, Dales, Mug and Fresh, Players, Quarkmüller, Albertus, Joseph, Stewie, Woban, Tim, Friedi, Ililil, Max Max, Slim Chi, Suarez, Fred der P, Dreifuchs, BBBBB, Bobob, Elizabeth, Panocha und da unten wird es sehr, 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 sehr dürftig jetzt hier. Also sehr schade, aber was willst du machen? Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Peace.